Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Ja, wir kommen wieder zu den Kommentaren zuerst. Von Safi Sunshine. Naja, das mit der Prediction hätte ja klappen können. Naja, auf jeden Fall guten Morgen. Nee, hätte nicht klappen können, weil Gleichi passt nämlich auf. Ja, ich passe schon ganz schön auf. Mir fällt sowas dann gleich auf, wenn einer hier tricksen will. So. Tom der Fan, kann man die Decke komplett löschen, außer natürlich eins. Kann man natürlich, also ich weiß nicht, habe ich eigentlich noch nie so wirklich probiert. Also, man kann Decks löschen, ja. Habe ich auch schon getan, aber ich weiß nicht, ob man bis auf 1 alle runterlöschen kann. Möchte ich eigentlich auch gar nicht so wirklich, weil es gibt. Ist eigentlich ganz gut, wenn man so für verschiedene Situationen ein Deck parat hat und nicht jedes Mal dann die Karten rumschieben muss. Also, ich kann es dir gerade nicht sagen. So, warum steht bei deinen Packs Creds und nicht der Preis? Das ist hier wahrscheinlich, weil das diese Online-Version ist. Und ja, da steht halt Creds. Keine Ahnung, das sind halt so die Congregate Creds von Kong. So, die kann man dann kaufen auf der Seite und ja. So, darf ich in euren Clan? Ich akzeptiere kein Nein. So, von mir kriegst du auch erstmal kein Nein. Keiner kriegt von mir Nein. Also doch, es gab schon Leute, die haben schon von mir Nein bekommen. Ich muss aber erstmal von dir wissen, wie viele legendäre Karten hast du eigentlich? Und würdest du dann auch bei jedem Gilden-Event mitmachen? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil ich habe schon so viel erlebt, ja. Und dann hinterher ärgert man sich, wenn du dann guckst, oh, wieder nicht mitgemacht, 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 wieder nicht mitgemacht. Und dann wird gleich irgendwann sauer. So. Also, kommt drauf an. Schreib mir einfach mal in die Kommentare rein, wie viele legendäre Karten du hast. Also, und dann schauen wir mal, ne? So, das wäre es jetzt erstmal von den Kommentaren. Dann gehen wir jetzt hier rein in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da haben wir einen Bullock. Und meine Meinung dazu kennt ihr ja bereits. So, dann haben wir hier den Mythic Dale. Auch da kennt ihr meine Meinung. Der Bill Daughtry da hinten ist mehr wert als der Mythic Dale da vorne. So, aber wegen dem würde ich jetzt nicht unbedingt die Box für 500 Gems kaufen. So. Das wäre das dann. Oh! Und da wissen wir dann auch schon, was ist das nächste BGE? Banding Red Box ist da! Gucken wir erstmal die Goggles und Cats Box. Die hatten wir ja schon jetzt ein paar Mal gehabt. Steve Smith und Eugene Belcher. Ist eine relativ nice Box, aber jetzt kommt etwas, was ich viel, viel nicer finde, viel, viel geiler, die Banding Red Box, weil die passt nämlich mega zu den Karten, die ich bereits habe. Also, und ich freue mich auf ein Educated BGE, alter Vater, wird das geil, ja. Hier haben wir einen Beagle-Schule Abschluss oder die Banding School Grad, Professor Baxter, Wozniak, Nerd Academy, Director Shepard, oder Principal Shepard, wie es in der englischen Version heißt. Seit wann habe ich denn eigentlich den Account auf Deutsch? Ist mir eigentlich jetzt noch gar nicht so richtig. Ich nenne auf Englisch. So, Director Shepard klingt so blöd irgendwie. Principal Shepard klingt viel cooler. Hank Hill und Bender. Ja. Auf jeden Fall eine mega, 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 mega geile Box. Bender ist geil. Hank Hill ist geil.
Principal Shepard ist geil, Wozniak Nerd Academy ist geil, Professor Baxter ist geil, die Biegeschulabschluss ist geil. Alter, ich freue mich riesig drauf. Ja. Endlich mal wieder ein geiles, mega geiles BG. So, und jetzt, Leute, haltet euch fest, weil heute, also sowas, was wie heute habe ich bis jetzt noch gar nicht erlebt. In diesen ganzen Combo Mastery Videos und Daily Shop Videos war immer zum Großteil Schrott dabei, dann waren mal gute Karten und mit Schrott gemixt und wieder Schrott und wieder, ne? Aber heute, Leute, kann ich euch sagen, heute ist Träumchen. Heute ist das Träumchen hier, wirklich, das ist absolute Oberknüllerhammer. Hamme, kann ich euch nur sagen. Hier, Leute, haltet euch fest, weil jetzt geht's richtig zur Sache. Wir haben hier den Pirate Cannon Peter am Start. The Pirate Cannon Peter. Und den für 500 Gems. Alter, Walde, das ist schon The Pirate Cannon Peter hier mit Grace, mit Cheer All. Und mit einer Bombe. Ja, das Ding, das ist echt mega nice. 500 Gems, alter Vater. Ich will aber meinen Dr. Zoidberg haben. Wenn wir das jetzt hier mal maxen, dann schauen wir uns den ganzen Spaß hier mal an, ja. Mit Antichrist da oben. Ups, ich bin auf der falschen Karte. Mit Antichrist da oben. Hast du 14-fach berauscht, 9-fach Cheer All, 15er Bombe. Ja. Würde bedeuten, 20, 70. Würde bedeuten, bei 10% Ruf bist du noch nicht beim Aufrunden, bist noch beim Abrunden. Das heißt, du wirst dann 15-fach berauscht haben, 10-fach, Cheers All und eine 17er Bombe. 22 und 77. Nein. Wir kommen, wir suchen uns mal die beste raus. Was soll das? Ist das schon die beste? Nee, da haben wir noch eine, die ist noch besser. Mit Cat with Gun. Und noch eine, die noch ein bisschen besser ist. 15. 15, 24. Was hat die? 15, 24, 61. 15, 24, 61. Genauso. Ja, komm nochmal, das ist da oben mit der hier, mit der Cat with Gun. Da wärst du nämlich dann bei 17-fach berauscht nach einem Mal. 10-fach Cheer All und 18er Bombe. Dann hättest du hier 26 Angriff und 67 Leben. Wenn du es zweimal machst, wärst du bei 17, 19-fach berauscht. Also hört euch das mal an. 19-fach berauscht. 11-fach Cheer All, 20 Bombe, 28, nee, das wären dann sogar 29, 29 Angriff, Alter, war der 7, 67, 74 Leben. Ja, das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich solche Werte höre. Aber 500 Gems. So, und jetzt kommt die nächste Combo. Leute, was macht ihr heute mit uns? Also ich meine, ich finde es ja geil, ich mag geile Kombos, alles geil, aber das ist zu viel für mich hier. Das ist zu viel für mein armes Herz. Dann haben wir hier einen Bender. Robot House. Bender mit Schulekarten. Und wir haben ja vorhin mitbekommen, Educated wird der nächste BGE sein. So, oh mein Gott. Auch hier am besten wieder Quad Fusen. Und ich hab sie. Ich hab die Tom Landry Middle School. Ich hab die Bender mehrfach Max out. 17-fach Punch. 21. Gibt's nur mit James Wood High School und mit Tom Landry Middle School. Aber
Ist halt so eine Träumchen-Kombo, ne? Ich meine, die schlimme Tina mit der Tom Landry Middle School, den Bender mit der Tom Landry Middle School, den Peter mit der Tom Landry Middle School, alles Punch-Knüller hier. Ah. So, also rechnen wir auch hier wieder durch. Wenn du da 10% drauf machst, bist du bei. Also jetzt momentan hättest du 38 Angriff im First Hit. Und dann rechnen wir einfach mal drauf. Plus 4. Ne? So, und dann hast du 42 Angriffe im First Hit. Also normalerweise jetzt 19 Angriffe, 19 Punch, 23 Cripple, 23 Angriff und 75 Leben. Wenn du es zweimal machst, wärst du bei 19, bei 21-fach Punch. Wow, 21-fach Punch. Plus da hinten dann nochmal 23, 25. Das war 46 Schaden im ersten Hit. Wow. Plus dann noch der BGE-Bonus, der dann kommen wird. Wow. Uhuhuhuhu. Das Ding wird mega. Aber auch da wieder 500 Gems. Nein. Okay, also, ich klicke die mal ganz schnell wieder weg, sonst kommen, schießen mir die Tränen in die Augen und jetzt meine Augen hören gar nicht mehr auf zu tränen, weil ich habe nicht mehr so viele Steine. Ah, Christmas Trap. Die nächste Killer-Kombo. Alter, Vater, was ist denn heute los hier? Da hast du tatsächlich die Louise mit Antichrist. Dann hast du hier 17-fach Hijack, 14-fach Motivieren und 20 Punch. Wir kommen, ja gut, da kann ich das jetzt schlecht machen. 19-fach Angriff und 80 Leben. Gucken wir mal, ob es irgendwo was Besseres gibt. 20, 19. 20, 21 mit Candy Cane Gun. 22, 24 mit Cat with Gun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 21, 23 mit Mobile Oppression. Oh mein Gott. Wir gehen hier hoch nochmal zu der 22, 24 Cat with Gun. Holy shit. Also wirklich, sorry, dass ich das so sage, aber wirklich, holy shit. 22, 24. So, das sind 46 schon bereits im First Hit. Ja. So, 46 im First Hit. Da nochmal 10% drauf. Da bist du bei. Ja, normalerweise müsstest du dann aufrunden. Müssen wir mal rechnen. Wir müssen rechnen. Wir jetzt 24. Ja, leider reicht es nicht, weil du beides mal im unteren Bereich bist. 24 und 26, wärst du bei 50 Angriff im First Hit. 50 Angriff. Hättest 20-fach Hijack, hättest 17-fach motivieren, 79. Alter Falle. Die Christmas Trap ist mega brutal. Also für die Leute, die tatsächlich hier die Louise haben. Ich zum Beispiel. Ist das eine Mega-Mörder-Kombo? Muss man tatsächlich so sagen. Also. Aber es geht ja noch weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende angelangt von den heutigen Kombos. Also. Ah, River Burnt. Fuck, man. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ehrlich. River Burnt. Boomhauer. Mythic Boomhauer, River Burnt. Wir gucken mal hier mit der Powertacke Patriot Ale. Ist eigentlich die einzige Combo, wo das wirklich gut funktioniert. Dann hast du hier 14-fach Hijack, 19 Gas, 20 Cripple, 23 Angriff und 68 Leben. Wow. Auch hier wieder 10% drauf. Bist du bei 15 Hijack, bei 21 Gas, bei 22 Cripple. Bei 25 Angriff und bei
75 eben. Ich drehe durch. So, und aber das ist immer noch nicht alles, weil die alle sollten noch mal einen draufgesetzt, ne? Also Leute, ich weiß gar nicht, was ich euch heute raten soll, ne? Weil jetzt kommt der nächste Oberbrille von heute. One Man Musical. What the fuck is going on today? Congregate, what are you doing with us? What the hell? So many days, so many weeks, just rubbish. Tons of waste. And now on one day, 5 awesome combos. I can't believe that shit. Okay. Also lass uns einfach hier das Ding anschauen. Eugene Belcher. Und am besten maxen wir auch hier wiederum die Combos. Eugene Belcher mit Musikkarten. Und dann kommt da hinten dieses Monster raus. One Man Musical. Und die ist richtig brutal. Die ist wirklich richtig brutal. Die hat Craze. Also berauscht. Die hat Leech. Und die hat Hijack. Also wenn du irgendwas kaputt machen willst, was in irgendeiner Form Craze hat, dann hast du hier mit One-Man-Musical eine kleine One-Man-Armee. Gucken wir mal, was die stärkste davon ist hier. 15, die ist mega stark hier mit Big Mountain Fudge Cake. Was haben wir da noch? Hier 15, 21, 26. Die ist genauso stark mit Golden Fiddle. Na, jetzt mit der Fart School Jimmy Jr. nicht mehr ganz so stark. K-Pop Command auch nicht so stark. Earls Gitters auch nicht so. Ich meine, die sind zwar schon stark, aber nicht so stark jetzt wie. Jo, wir nehmen uns jetzt diese Golden Fiddle vor oder eben da oben Big Mountain Fudge Cake. Ja. Rechnen wir auch hier nochmal. 10% drauf. Bist du bei 16 berauscht, 23 Leech, 19 Hijack, dann bist du bei 29 Angriff und 70 Leben. Nochmal 10% drauf auf das Ganze, bist du bei 19-fach berauscht, bei 25 Leech, bei 21 Hijack, bei 32 Angriff und 77 Leben. So, jetzt muss man sich das mal überlegen. 32 Angriff und in der nächsten Runde hättest du dann schon 51 Angriff nach dem ersten Craze. Klingt äußerst brutal. Und dadurch, dass du eben die Hijack-Funktion hast, dann hast du gegenüber vielleicht irgendwie, du musst irgendwo hinflatschen, wo einer gerade anfängt mit einer Hijack-Kombo. Und dann saugst du dem regelrecht die Leben raus. Sehe relativ schnell am Arsch. Ja, was soll ich dazu sagen? Leute, ich kann euch heute echt keinen Rat geben. Ich weiß es aktuell selbst nicht so wirklich. Das sind 5 Mega-Mörder-Killer-Kombos. 2 für Gems. 3 für, beziehungsweise 2 für Steine. Eine für Steine und Gems, eben hier One Man Musical, kann man sich überlegen. Ja, das ist Hardcore. Müsst ihr euch selber überlegen, je nachdem, was zu eurem Deck am besten passt. Und ob ihr Gems ausgeben wollt. Also heute ist ein großer Combo-Tag, muss ich echt sagen. Ja, wenn es euch geholfen und gefallen hat,
Dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese alle eure Kommentare und ich liebe es, eure Kommentare zu lesen und zurückzukommentieren, zu beantworten, neben den Videos. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke und schaltet zunächst mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.